Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Venion und ich möchte heute mit euch über zwei Dinge sprechen. Zum ersten unser großes Geburtstagsevent. Anfang Januar wird's abgehen, richtig abgehen in Nürnberg hier im Rush eSports Center. Und zum anderen über eine Aktion gegen Adblocker. Oh, ich weiß, das wird ein großes Thema, daher dafür dranbleiben. Sehr, sehr spannende Sache. Ja, erstmal kurz zu unserem Event. Geburtstagsevent ist es umschrieben. Es startet hier vom 2. bis zum 4. Januar. Wir haben auch mehr als die verfügbaren Plätze erreicht. Das wird bombastisch werden, sage ich mal. Das erste dieser Art, für uns auch natürlich das erste Mal die Möglichkeit, dass wir wirklich Live-Publikum haben, plus natürlich noch die Stream-Zuschauer, die unseren Stream zuschauen werden. Wir haben uns, wie ich das ja schon angekündigt hatte, Richtung Turnieren was überlegt. Es wird ein WoW-Arena-Turnier geben, ein Hearthstone-Turnier. Alle anderen Sachen haben wir jetzt erstmal rausgelassen. Es wird ein Quiz geben, Live-Quiz, wo wir vor Ort mit den Gästen natürlich quizzen werden. Es werden generell auch in Anführungsstrichen prominente Gäste hoffentlich da sein. Die Problematik ist, dass wir durch eine kleine Erhöhung des Tarifs beim eSport Center nicht mehr ganz so viele Leute einladen können jetzt, also dass wir sagen, hey, wir zahlen euch hier Zug, wir zahlen euch irgendwie ein Hotel, da das Ganze doch schon sehr knapp kalkuliert ist. Wenn wir das halt wirklich nochmal machen mit irgendwie Großgästen, werden wir die auf jeden Fall auch ja, speziell highlighten. Aber für alle Leute, die VanillaNU kennen, ist ja noch immer so, dass der Mpox sich eigentlich angekündigt hatte, wollte ich ihn gestern auch noch gefragt haben, was aus ihm jetzt geworden ist. Der Xas, den werden sicherlich noch viele von euch kennen. Der wohnt nämlich in Nürnberg, zumindest teilweise, und schaut vielleicht vorbei. Der wusste es nur noch nicht sicher, weil es natürlich jetzt auch ein doofer Zeitpunkt ist. Eigentlich wollten auch Drunken und sein Bruder kommen. Die hatten mir da zumindest zugesagt. Ich habe gestern kurz mit Drunken gesprochen. Der wollte jetzt noch mal schauen, weil er noch nicht hundertprozentig sicher wusste, ob er kann. Balo, wie ich mir das schon gedacht habe und wie ich euch das ja auch schon ja, leider Gottes angedroht habe, kann nicht. Ich versuche jetzt noch mal ein paar Leute von irgendwelchen Top-Gilden ranzukriegen. Ich will ja Kimo überzeugen, der jetzt bei mir in der Gilde auch ist, ob der nicht vielleicht Zeit hat. Ja, aber ich sag mal, die Hauptsache ist ja nicht, dass irgendwelche mega geilen, krassen Top-Gäste vor Ort sind, sondern dass ihr teilweise vor Ort seid, dass ja, ich hoffentlich vor Ort bin. Und das wird ein richtiger Spaß. Dieses Event wird ja das erste Event in der Weise sein, wo wir jetzt natürlich einmal ja, den Geburtstag von VanillaNU zelebrieren. Aber ganz klar, sage ich euch ganz ehrlich, wenn das hier richtig gut anläuft und wenn ja, das nur halbwegs gut bei den Teilnehmern auch vor Ort ankommt, dann werden wir das definitiv nochmal machen. Und auch nicht erst in einem Jahr, sondern ich sag mal, ja, schon irgendwann in Richtung Osterferien werden wir das definitiv dann nochmal wiederholen. Mal gucken. Und dass man das dann vielleicht sogar nochmal im Sommer macht und dann halt wieder das Obligatorische, oder vielleicht macht man es sogar dann insgesamt viermal, ich weiß noch nicht. Das muss man mal schauen, wie das halt so ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die man durchaus quartalsweise machen kann, wo man einfach großes Live-Event machen kann. Und jetzt beim ersten Mal ist natürlich das Ganze noch vergleichsweise rudimentär zu dem, was man sonst da machen kann. Ich wollte mir nur nicht zu viel vornehmen, dass ich dann nicht am Ende quasi hinten rüberfalle. Denn die Organisation vor Ort werde ich vor allen Dingen alleine machen. Keiner meiner Mitarbeiter ist ja vor Ort und da müssen wir dann halt natürlich gucken. Die Leute, die Gäste vor Ort werden uns sicherlich auch helfen. Das haben schon viele, viele angekündigt, gesagt, ja klar, ne, wenn wir sind sowieso vor Ort, wir helfen dir da bei der Durchführung. Aber ansonsten ist natürlich auch so, dass da jetzt einfach viel, viel Spannung auch da ist, weil ich habe sowas noch nie so gemacht. Die Leute vom Rush eSports Center haben sowas in der Form noch nicht so gemacht und deswegen, ich bin schon gespannt, was für technische Pannen da reinkommen. Aber ja, ich hoffe einfach mal nicht zu viele. Ja.
Nicht zu viel, das wäre schon gut so. Naja, also in jedem Fall, ich freue mich total drauf. 2. bis 4. Es wird ein Turnier geben. Zu dem Turnier könnt ihr euch übrigens auch online anmelden. Hearthstone und hier WoW. Wir werden da bald eine Anmeldeseite zu online haben. Werde ich nochmal ein extra Video machen. Und ja, für alle Leute, die gerne zukünftig zu einem dieser Events mal kommen wollen würden, behaltet das alles mal im Auge. So ab Anfang Januar wird es dann, also direkt nach dem Event, auf dem Event wird es, wenn es ein neues gibt, auf jeden Fall angekündigt, und direkt nach dem Event gibt es dann schon die Tickets zu kaufen. So ist das ja auch bei den meisten Sachen. So werden wir es dann machen. Das kann ich euch schon mal ankündigen. Ja, die angesprochene Adblocker-Aktion sollte natürlich jetzt hier groß das Thema sein. Ich möchte generell zum einen mit euch über. Ups, das war irgendwie die falsche Screen Region. Da ist die richtige. Möchte generell einmal mit euch über Werbung auf unserer Seite sprechen. Ich weiß, Werbung ist generell scheiße und nervt generell. Wir haben jetzt auch vergleichsweise viel Werbung im Moment auf der Seite. Das braucht ihr mir nicht zu sagen. Das ist einfach so. Woran liegt das? Die Werbeeinnahmen, also wenn man sich das jetzt mal im Vergleich anschaut, als ich das früher mal alleine gemacht habe und nur einen Hauptpartner hatte, was alles moderat und vergleichsweise nicht so viel Einnahmen einfach waren und wo wir auch echt nicht so viele Zugriffe hatten, da hatte ich teilweise mehr Geld als Einnahme als jetzt im Moment. Im Moment ist es echt hart und ja. Ich sag's euch, wie es ist. Wir müssen im Moment schauen, dass alle Jobs, die hier dran hängen, gesichert sind. Und alle sind im Moment nicht gesichert. Das ist natürlich für mich auch eine große Belastung als Betreiber des Ganzen. Von daher muss man da gucken, wie es in Zukunft genau weitergehen wird. Wir wollen natürlich weitermachen und wollen die Qualität hochhalten, aber das ist echt ein Problem für uns. Also mal als Beispiel, es gibt eine Seite, die kennt ihr vielleicht auch, WoW-Check heißt die, die haben pro Tag so ein Sechstel circa, also ein Sechstel der Zuschauer, die wir hier auf WNNEU an Zugriffen haben. Ja, also wirklich echt. Wirklich nur ein Sechstel. Total wenig im Vergleich. Diese Sponsors-Ads, was jetzt irgendwie gerade nicht gekommen ist, vielleicht kommt es jetzt nochmal. Ja, da ist es gerade genau. Also das Ding hier, was man so wegklicken muss, hat bei uns in den, ich sag euch einfach mal die Zahlen, wie das sind, hat bei uns in den letzten 7 Tagen 150 Euro eingebracht. Also 150 Euro haben wir mit diesem Layer verdient in 7 Tagen. Das ist erstmal nichts, finde ich, für so einen super nervigen Layer in Anführungsstrichen, ja. Gerade bei unseren Zugriffszahlen. Also wir haben, nur um euch da auch mal eine Relation zu geben, wir haben so täglich auf WNNEU zwischen 35.000 und 50.000 Zugriffe, also Visits, unterschiedliche Sitzungen, falls das da draußen für Google Analytics Experten wichtig ist. Was jetzt echt nicht wenig ist. Ja, weil eigentlich müssten alle diese 36.000 Sitzungen diesen Layer einmal sehen. Also er müsste täglich 36.000 Mal eingedingst werden, denn so eine Sitzung ist immer relativ unique, und zumindest dann ist die Zeit schon wieder rum. Also wenn der Layer neu angezeigt wird, müsste eigentlich auch die Sitzung neu angezeigt werden. Tut er offensichtlich nicht, denn die Seite, von der ich euch gerade erzählte, also ich sag mal, wenn wir jetzt täglich 36.000 haben, haben die täglich 6.000, so als Beispiel, ja. Diese andere Seite hat im gleichen Zeitraum 75 Euro eingenommen, also die Hälfte. Da muss man einfach sagen, ist die Menge an Adblocks bei uns viel, viel höher als bei anderen Seiten. Das merken wir auch bei Google AdSense, also diese Werbung hier. Wir müssen sie jetzt teilweise schon echt richtig viel einblenden, damit wir da überhaupt noch auf eine Zahl kommen. Ich meine, es ist halt so ein Teufelskreis irgendwie. Wir blenden mehr Werbung ein, wir blenden nervigere Werbung ein, wie diesen Layer. Mehr Leute machen den Adblocker an. Das ist ein echtes Problem. Mittlerweile für uns, muss man wirklich sagen. Weil, wie ich ja gerade schon sagte, sind da halt wirklich Arbeitsplätze bedroht, und deswegen haben wir uns jetzt mal eine Idee gemacht, oder ja, überlegen, eine Idee zu machen, wo wir sowas machen hier. Also ihr geht auf die Seite, die lädt jetzt gerade ein bisschen länger, und toll,
Lädt es natürlich gar nicht. Das ist super Vorführeffekt. Gucken wir nochmal, ob wir sie jetzt hinkriegen. Gerade, ja, wunderbar. So, da lädt die Seite. Ich habe hier jetzt auf der Dev-Seite meinen Adblocker an. Und theoretisch gesehen müsste jetzt das Folgende passieren. Vorführeffekt. Also die lädt erstmal relativ lange und dann, ja, weil mein Adblocker an ist, passiert das hier. Da kommt halt so eine andere Seite. Die eigentliche Seite blendet sich aus. Und dieses Video startet, wo ich dann, ihr kennt das ja vielleicht bei ProSieben, da startet dann auch immer so ein Video, wo Christoph Maria Herbst Leute mit Adblockern in Anführungsstrichen anflamed. Und da startet jetzt hier dann bei uns ein Video, wo ich dann wahrscheinlich den Leuten kurz erkläre, warum wir das machen. Sowas überlegen wir uns mal einen Tag anzumachen. Natürlich generell ist das ein bisschen problematisch, das immer anzuhaben, weil ja man da auch sehr viele Leute aussperrt. Aber das ist jetzt so eine Sache, die wir überlegen, wirklich mal einen Tag anzumachen. Und Leute konkret einfach auszusperren, die den Adblocker bei uns auf der Seite anhaben. An diesem Tag dann vielleicht auch ein bisschen weniger Werbung zu platzieren, sodass wir da halt dann natürlich auch irgendwo eine faire Geschichte halt haben. Jetzt würde ich von euch gerne mal wissen, was sagt ihr dazu? Wie würdet ihr reagieren als User? Und ich bin sicher, einige von euch haben den Adblocker bei uns auf der Seite an. Kein Flame. Ja, muss ich halt mit leben. Ich finde es natürlich doof, weil wir da wirklich Probleme für haben. Ich weiß, viele von euch sehen das total anders. Darüber jetzt mal nicht ja, die Diskussion ausbrechen lassen hier, sondern wie findet ihr das, wenn wir so eine Sache an ja, schalten würden? Ich würde da gerne mal um euer Feedback bitten, euer Feedback dazu, was ihr davon halten würdet. Und generell möchte ich euch auch nochmal bitten, was sagt ihr generell zu Werbung bei uns auf der Seite? Wir haben jetzt zum Beispiel die G2A-Geschichte ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier dieses Powered by G2A. Wir werden dafür jetzt nicht jede Woche den Weekly Sale runterbieten. Wir werden den heute zum Beispiel, gibt es im Weekly Sale bei G2A ein Angebot hinsichtlich der Game Time Cards, die sind dann besonders günstig. Das werden wir nochmal in der News erwähnen. Aber generell werden wir halt schauen, dass wir nicht euch zu sehr nerven. Wir wollen euch einfach nicht zu sehr nerven. Und daher, gerade für G2A, haben wir uns da ein bisschen was einfallen lassen. Zum Beispiel haben wir jetzt auch hier einen ja, Tracker, der aktuell immer die Preise für Game Time Cards aktualisiert. Zum Beispiel kostet momentan eine Game Time Card bei G2A 22,49. Ja, das wird also eine 60 Tage, das ist ja die Standard Game Time Card. Das wird hier immer angezeigt. Da seht ihr immer genau, wie hoch ist gerade der Preis bei G2A für Game Time Cards. Ihr müsst also bei G2A nicht durchklicken, sondern habt das bei uns hier auf der Seite. Wir dachten, das ist einfach cooler für euch. Da kriegt ihr halt direkt Informationen. Und falls ihr irgendwelche anderen Ideen habt für Werbung, die nicht so nervig ist, gerade in Zusammenarbeit mit unserem Partner G2A, die da wirklich cool sind und da wirklich auch ja, andere Werbung einfach mit uns auch mal ausprobieren würden, würden wir die gerne auch nochmal als Feedback hier drunter sehen wollen. Wie gesagt, das soll kein Flame an Leute, die Adblocker benutzen, sein. Adblocker generell kann ich nachvollziehen auf manchen Seiten. Und ich kann auch nachvollziehen, dass das irgendwem irgendwo zu viel ist. Ich finde, ich bin oft bei uns auf der Seite, ich komme ganz gut damit klar, da die Sachen halt hier zum Beispiel sehr weit draußen sind und das Ding da verschwindet ja relativ schnell, wenn man die Seite so aufruft, sieht man erstmal gar keine Werbung, außer das G2A da. Und wenn man jetzt zum Beispiel in so eine News geht, ja, ich sag mal, wenn man halt runterscrollt, ist dann halt das rechts und links vielleicht noch da und der ist noch da, aber das hält sich halt alles in Grenzen. Ja, also das ist jetzt nicht so richtig krass, finde ich. Meine Meinung. Aber anderen ist das halt zu nervig und gerade auch dieser Layer, der sich ab und an mal einblendet, ist zu nervig und von daher haben sie halt den Adblocker an. Das muss man akzeptieren. Nur, wir überlegen eben jetzt dann mit sowas mal dagegen in Anführungsstrichen nicht vorzugehen, sondern den Leuten auch natürlich versuchen zu erklären, warum ist das schlecht für uns, was ist da der Hintergrund und so weiter und so fort. Ja, da jetzt mal eure Meinung gefragt zu allem, was ich hier gesagt habe. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen.
Und ja, falls ihr übrigens uns unterstützen wollt, könnt ihr es noch immer machen. Auf Heroes gibt es ja die Möglichkeit, uns einfach konkret mit einem Betrag X zu unterstützen. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Super-Heroes-Accounts zu haben, wo man halt für nicht mal 3 Euro im Monat, weil es sind hier 29,99 für ein Jahr, das sind 6 Euro weniger auf jeden Fall als ja, egal, ihr wisst schon, nicht mal 3 Euro im Monat könnt ihr euch die Werbung halt einfach deaktivieren und ihr unterstützt uns trotzdem dabei. Haben bisher nur so unter 50 Leute gemacht, deswegen war das leider nicht ganz so erfolgreich. Aber das könnt ihr natürlich gerne machen, uns auch direkt halt mit irgendwie Geld unterstützen. Halt hier so ein Unterstützerpaket via PayPal, Sofortüberweisung etc. oder eben einen Wunschbetrag, falls euch jetzt hier 50 zu viel sind und ihr sagt, wir wollen einfach mal nur 2 Euro geben oder so, könnt ihr das halt auch machen. Nach deinem Wunsch müsst ihr einfach nur da drauf gehen, zum Beispiel und hier irgendeinen Betrag, nee, hier irgendeinen Betrag eingeben, zum Beispiel 3 Euro möchte ich einfach nur, mehr habe ich jetzt nicht. Kann dann überlegen, Sofortüberweisung, PayPal, manuelle Überweisung und so weiter, geht alles. In diesem Sinne, ich danke euch recht, recht herzlich hier fürs Zuschauen und hoffe, dass wir am Ende. Ja, da sehr, sehr viele interessante Kommentare drunter stehen haben. Bis zum nächsten Mal. Das wird wieder ein WoW-Video sein. Ich verspreche es euch. Tschüss, euer Benjamin.